Trafalgar Square in London. Täglich treffen sich hier Jugendliche aus aller Welt. Oft sind sie zum ersten Mal allein unterwegs, schnuppern die große Freiheit fern von ihren Eltern. Oder vielleicht auch nicht? Hi, Mom. My mom. Every day. I normally text or call every day. Yeah, most days. Just an email or text or something. Das Handy ist zur verlängerten Nabelschnur geworden. Die Kinder ziehen aus, aber sie hängen weiter an Mutters Rockzipfel. Helikoptereltern heißt das Phänomen. Eltern, die wie Hubschrauber über ihren Kindern kreisen. Sie glauben, dass sie frühzeitig Weichen stellen müssen, damit ihr Nachwuchs später erfolgreich ist. Sie wollen sie beschützen, aber erreichen das Gegenteil. Niederlagen und das Risiko des Scheiterns gehört mit zum Leben. Und wenn Kinder das nicht erleben durften, dann haben sie natürlich auch keine Frustrationstoleranz entwickelt. Von der Wiege bis zum Arbeitsplatz fördern und behüten Eltern ihre Kinder heute. Doch diese Erziehung hat inzwischen gesellschaftliche Auswirkungen. Es ist der erste Geburtstag meiner Tochter Abigail. Eine Prinzessinnenparty. Was für ein Klischee, aber sie ist unsere Prinzessin. Ein Meilenstein ist erreicht. Wie war das noch, als Geburtstage keine Meilensteine, sondern einfach nur Geburtstage waren? Als die Höhepunkte noch aus Apfelfischen oder Topfschlagen bestanden? Für unseren außergewöhnlichen Nachwuchs genügt das heute nicht mehr. Heutzutage muss auf einem Geburtstag mindestens ein Zauberer auftreten oder ein Clown oder vielleicht auch Cinderella. 40 Gäste, eine Torte vom Konditor, insgesamt etwa 4000 Dollar für den Geburtstag einer Einjährigen. Happy birthday, Abigail. Big round. Ich denke, wir liegen etwa in der Mitte im Vergleich zu anderen und wie sie den ersten Geburtstag ihrer Kinder feiern. Ich hoffe, dass ihr eines Tages zurückblickt und sieht, dass wir versucht haben, ihr alles zu geben, was sie verdient. Es waren Erfahrungen wie diese, die Carl Honoré dazu brachten, ein Buch zu schreiben mit dem Titel »Kinder unter Druck rettet die Kindheit vor Schule und Übereltern«. Der Kanadier wohnt in London, hat zwei Kinder und tappte irgendwann selbst in die Helikopterfalle. Auslöser war eine Bemerkung der Kunstlehrerin seines ältesten Sohnes. Sie sagte, ihr Sohn ist ein begabter junger Künstler. Ich sah nur noch das Wort begabt in Leuchtschrift mit dem Namen meines Sohnes darunter. Ich ging nach Hause und suchte im Internet nach einem Privatlehrer. Ich sagte zu meinem Sohn, ich habe einen Kunstlehrer für dich gefunden. Und er sagte, nein, ich will keinen Lehrer, ich will einfach malen. Warum müssen Erwachsene immer alles in die Hand nehmen? Da habe ich gemerkt, dass ich diesem Übereltern-Wahn verfallen bin, wie alle anderen auch. Übereltern, sie sind übervorsichtig, überengagiert und überbehütend. Ein steigender Trend weltweit. Wie Helikopter kreisen sie über ihren Kindern, immer bereit, Probleme aus dem Weg zu räumen. In Schweden nennt man sie Curling-Eltern, also die, die das Eis für ihre Kinder freifegen. Überbehütung ist ein Phänomen, das vor allem in den mittleren und oberen Schichten verbreitet ist. Eigentlich ist das auch ein Sozialexperiment, bei dem die Folgen noch nicht absehbar sind. Mir scheint, wir sind mitten in eine Art kulturellen Sturm geraten. Hier kreuzen sich ein paar Trends, die dafür sorgen, dass Eltern glauben, Übereltern werden zu müssen. Eltern vieler Kinder sind heute älter, als das früher der Fall war. Sie stehen mitten im Leben, haben bereits im Beruf etwas geleistet und nun die Zeit, sich voll und ganz auf ihren Nachwuchs zu konzentrieren. Ein Phänomen, das in allen westlichen Ländern auftritt und das Josef Kraus auch in Deutschland beobachtet hat. Er hat über die Helikoptereltern ein Buch geschrieben. Der Trend zum einen Kind pro Familie, pro Paar spielt eine Rolle. Psychologisch interpretiert heißt das, in dieses eine Kind oder statistisch 1,34 Kinder, da projiziert sich der ganze elterliche Ehrgeiz hinein. Dieses eine Kind muss wirklich ein Premium-Kind sein und ein Portfoliostück für die Eltern zum Herzeigen werden.
Erziehung wird zu einer Art Sport, bei dem Kinder schon eine Trophäe bekommen, wenn sie nur auftauchen. Im Konsumzeitalter quillen die Läden über vor Designerprodukten für Designer-Kids. Gute Erziehung ist gleichbedeutend geworden mit gesteigerter Kaufkraft, nur das Beste für das Kind. Alles muss perfekt sein. Perfekte Zähne, perfekter Urlaub, perfektes Zuhause, perfekter Körper. Und wir wollen das perfekte Kind, um dieses Erscheinungsbild abzurunden und der Welt zeigen zu können: Hey, seht her, wie wunderbar ich bin, weil mein Kind ist ein Alpha-Kind. Es gibt eine ganze Industrie mit Produkten, die unseren Kindern hundertprozentige Sicherheit bieten. Firmen für Sicherheitstechnik bieten inzwischen immer mehr Produkte an, mit denen Eltern ihre Kinder überwachen können, rund um die Uhr. Hightech-Produkte wie GPS-Ortungsgeräte für Kinderkleidung, der Computerspion und der Handyspion. Remove the SIM card. Insert the SIM card into a computer. Retrieve messages. Even the deleted ones will show. Sex- und Drogentests für Kinder. Oder Geräte, mit denen man die Autofahrt der Kinder verfolgen kann. Eltern als Totalüberwacher. Die neuen Medien bergen Gefahren in sich, was Helikoptererziehung betrifft. Einmal, weil man natürlich über neue Medien auch problemlos vermeintliche Fördermethoden und Förderoptionen sich holen kann. Zum anderen aber, weil dann auch über Handys mit GPS-Funktion und Kamerafunktion der Kontrollwahn der Eltern sich auch noch mehr austoben kann. Also man muss da leider von einer elektronischen Fußfessel fast schon sprechen. Die Überwachungsindustrie freut es. Eltern wollen heute denselben Einblick in das Leben ihrer Kinder wie ihre Eltern früher. Dafür benötigt man heute nur etwas mehr Technologie. Warum? Weil die Kinder selbst Technik einsetzen. Es ist eine Art Wettrüsten. Kinder müssen spüren, dass ihre Eltern ihnen zutrauen, hinaus in die Welt zu gehen. Sie müssen lernen, für sich selbst zu sorgen. Wenn ihr Kind nie alleine Fahrrad fahren darf, nicht allein zur Schule oder zum Einkaufen darf, wird es nie Selbstständigkeit lernen. Diese Kompetenz wird ihm fehlen. Bei der modernen Erziehung schwingt immer Angst mit. Wir sind ständig in Sorge, dass unseren Kindern etwas zustoßen könnte. Einer der Gründe dafür sind meines Erachtens die Medien. Officers have been searching for clues to the girl's disappearance. Police have issued an Amber Alert for the missing child. This small town was shattered when the remains of the child were found. The search for the little girl has intensified. At about 10 at night, Madeline was gone. Die Zahl der Kindesentführungen ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Die meisten Entführungen finden innerhalb der Familie statt, in Konfliktsituationen. Nur wir tun so, als würden Kindesentführungen zunehmen. Das stimmt nicht. Und dennoch, jede Kindesentführung führt zu einer Flut von E-Mails besorgter Eltern an diesen Mann. Kevin Warwick ist Professor für Kybernetik an der Universität von Reading in England. Er ist einer der führenden Köpfe im Bereich künstliche Intelligenz. Berühmt wurde er durch ein einzigartiges Experiment. Er ließ sich einen Chip unter seiner Haut implantieren, den er mit einem Computer verbinden konnte. Eine durchaus reizvolle Idee für ängstliche Eltern wie Sasha Bailey, die mit ihrer dreijährigen Tochter Maddie in London lebt. Die Vorstellung, Maddie könnte verschwinden, beschäftigt ihre Mutter Tag und Nacht. Wenn man sie auch nur für 5 Minuten mal nicht sieht, das reicht ja aus. Einmal umdrehen, weg ist sie. Sie läuft herum und man sorgt sich, wo sie ist. Wenn Sascha ihrer Tochter den Chip unter die Haut implantieren lassen könnte, sie würde keine Sekunde zögern. Schauen Sie, das habe ich mir vor ein paar Jahren in meinen linken Arm implantieren lassen. Warwicks Chip diente nur der Identifizierung. Verfolgen konnte man damit niemanden. Doch die Technik könnte es heute möglich machen, Kindern mit Hilfe solcher Chips auf den Fersen zu bleiben. Das kleine Kreuz da, das könntest du sein. Innerhalb eines Stadtbereichs könnte man ein Kind jederzeit lokalisieren. Wenn man genug dieser Stadtbereiche hätte, würde man eine große Abdeckung erzielen. Noch gibt es ethische Bedenken.
Außerdem ist die Technik auch noch nicht auf dem Markt erhältlich. Aber wenn Sie sagen, hier ist Geld, legen Sie los, dann könnten wir in kürzester Zeit so etwas herstellen. Eltern sehen heutzutage überall Gefahren, sogar beim harmlosesten Zeitvertreib. Raufereien unter Kindern können ruppig wirken. Deshalb schreiten Eltern ein, um Schlimmeres zu verhindern. Ein Fehler, behauptet der Neurowissenschaftler Sergio Pellis. Er hat die Bedeutung von sozialem Spiel auf das Gehirn untersucht, vor allem im Zusammenhang mit Raufereien. 2008 haben Pellis und seine Kollegen ein viel beachtetes Experiment durchgeführt. Mit zwei Gruppen junger Ratten. Die einen hatten viel Zeit zum Spielen mit anderen Ratten, selbst wenn es zu Raufereien kam. Die andere Gruppe lebte bei erwachsenen Weibchen. Keine Altersgenossen, keine Raufereien. Anschließend untersuchten die Forscher die Gehirne der beiden Gruppen. Sie fanden bei den spielenden Ratten eine deutlich höhere Zahl von Nervenverbindungen, und zwar in der Region des Gehirns, die für Entscheidungen zuständig ist. Diese Ratten waren viel besser in der Lage, soziale Probleme zu lösen und neue Situationen zu meistern. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Raufereien ist, dass beide Parteien ständig subtil soziale Entscheidungen treffen müssen. Was bedeutet die Aktion meines Gegenübers? Und das muss man fortwährend überprüfen. Und das trainiert das Gehirn, immer wieder sehr feine Unterscheidungen in einer sozialen Situation zu machen. Nimmt man jetzt diese Kinder und stellt sie auf einen Fußballplatz, dann machen sie Sport. Klar, das ist super. Aber die Kinder müssen keine Entscheidungen über die Regeln treffen. Die hat schon jemand für sie gemacht. Worin liegt die Herausforderung? Auch die Regeln wurden von Erwachsenen gemacht. Mehr Erwachsenenspiele, weniger freies Spiel. Eines der Markenzeichen von Überbehütung. Es genügt heutzutage für ein Kind nicht mehr, einfach Hockey auf der Straße zu spielen. Es muss Hockey-Training sein, in voller Montur, mit einem Trainer und einem Schiedsrichter, formalisiert, ein Spiel mit einem Ergebnis. Storm the Wall, das Stürmen der Mauer, ist ein frühes Ritual an der University of British Columbia und geradezu eine Parallele zu den Hürden des Studentenlebens. Allein einen Studienplatz zu bekommen, ist schwierig und heutige Eltern überlassen nichts dem Zufall, geschweige denn ihren Kindern. Die jungen Menschen, die zu mir kommen, stehen hochgradig unter Druck. Sie sollen nicht nur sehr gut in etwas Bestimmtem sein, sie sollen in allem herausragend sein. Kinder sind heute eine Art Projekt geworden. Elternsein ist so ein Ding zwischen Leistungssport und Produktentwicklung. Und die Förderung beginnt früh. Extrem früh. Maria Louis war noch schwanger, als sie begann, am IQ ihres Kindes zu arbeiten. Da ist ein kleines Gerät drin, das trommelt. Training schon vor der Geburt. Das Gerät ahmt Herzschläge nach. Das Baby soll lernen, den Herzschlag der Mutter davon zu unterscheiden. Baby Plus verschafft dem Nachwuchs angeblich soziale, kreative und emotionale Vorteile. Welche Mutter könnte da widerstehen? Wir haben immer nach etwas, das klingt so dämlich, gesucht, das uns einen Vorteil verschaffen könnte, unserem hochbegabten Kind. Also haben wir, kurz nachdem sie geboren wurde, Baby Einstein gekauft. Jeder hat das gemacht, wir also auch. So sind Produkte, die die Gehirne von Kindern stimulieren sollen, in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ein Markt, der versucht, neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung zu tragen. Tatsächlich werden in den ersten Lebensjahren mehr Nervenverbindungen im Gehirn angelegt als in irgendeinem anderen Lebensabschnitt. Wissenschaftler sprechen von einem Lernfenster. Vernachlässigte Kinder könnten durchaus von einer solchen Förderung profitieren. Aber für Kinder aus der Mittelschicht heißt es meist, mehr und mehr Druck aus Angst der Eltern, ihr Kind könnte unterfordert sein. Ein Übermaß an Förderung oder gar ein durchgeknallter Förderwahn fängt dann an, wenn das Kind völlig verplant ist. Wenn das Kind zu Hause nicht mehr die Gelegenheit hat,
auf Entdeckungsreise zu gehen, nicht mehr den Küchenschrank ausräumen darf, nicht mehr mit Freunden oder auch alleine im Garten oder im Wald irgendetwas erkunden darf, sondern wenn es getaktet ist, im Grunde genommen wie ein Manager. Für die einjährige Abigail sind die Samstage voll mit Terminen. Schwimmstunden und Gymnastik, und das, obwohl sie noch nicht einmal alleine laufen kann. Mozart schon im Mutterleib und DVDs sich reinzuziehen wie Baby Einstein und Bach Einstein und Fast Track Kids Kindergärten zu besuchen, also Kinder auf der Überholspur. Das bringt eigentlich nur den Veranstaltern etwas und deren Konto. Ein normales, anregendes Elternhaus reicht. Die Kinder in ihrer Neugier befriedigen, das den Kindern geben, wonach sie verlangen. Mit den Kindern in die Natur zu gehen, ein Vorbild zu sein im Gesprächsverhalten, ein Vorbild zu sein im Medienkonsum. Diese 4- bis 5-Jährigen haben gerade den Kindergarten abgeschlossen. Richtig, abgeschlossen. In der Vorschule für bildende Künste in West Vancouver steht die Förderung der Allerkleinsten im Vordergrund. Unsere Absolventen haben alle eines gemeinsam. Ihre Eltern nehmen die Ausbildung ihrer Kinder sehr, sehr ernst. Die Ausbildung basiert auf Spielen und beinhaltet Grundfächer wie Lesen, Schreiben und Wissenschaft, sowie bildende Kunst, Fitness und Yoga. Es ist mehr eine vorbereitende Schule als eine Vorschule. Die Warteliste ist lang. Die Eltern schreiben sich ein, wenn ihr Baby X gerade mal im Bauch ist. Wir haben eine Menge X-Einschreibungen hier. Der Abschluss ist ein Traum für die Eltern. Ach, ich bin nervös, aufgeregt, aber vor allem stolz. Viele Eltern glauben, dass die richtige Vorschule zur richtigen Schule und diese zur richtigen Universität führt. Am Ende steht die ultimative Karriere. Wenn man dieser Logik folgt, wird es schwer, nach dem Preis zu fragen. Die Ganztagsschule kostet $1,200 im Monat. Mit Mittagessen und Ausflügen. Alles, was wir machen. Good job. So, what are we doing? Sanaz Esfahani hat ihre Karriere im Immobiliengeschäft aufgegeben, um Mutter zu sein. Ein tiefer Einschnitt in den Familiengeldbeutel, aber sie nimmt diese Einschränkung gerne für ihre Kinder in Kauf. Wenn du dich entscheidest, Eltern zu werden, dann musst du bereit sein, das Beste für deine Kinder zu geben. Marker or pencil? So why am I deciding? Because you're the mom. Do moms always make all the decisions? No. Layli hat gerade den Nobel-Kindergarten abgeschlossen. Jetzt versucht ihre Mutter, sie auf die richtige Schule zu bringen. Seit 2 Jahren versuche ich, sie auf einer der guten Privatschulen unterzubringen und bekomme nur Absagen. Erklären Sie einem Kind mal, warum sie zu einem einstündigen Vorstellungsgespräch gehen soll und dort geschaut wird, ob die sozialen oder auch akademischen Fähigkeiten passen. Warum braucht man Vorstellungsgespräche, um auf eine Privatschule zu kommen? Die Kinder sind 4 oder 5 Jahre alt. Lights out. Let's go, Lay. Off we go. Off we go. Bye-bye. Come on. Während sie auf die Zusage von einer Privatschule wartet, will Laylis Mutter, dass ihre Tochter die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lässt. So bringt sie ihr Kind täglich zu einer französischen Vorschule in einer reicheren Gegend von Vancouver. Eine neue Sprache bringt eine Menge Vorteile. Man kommuniziert mehr und kommt weiter im Leben. Drei Stunden später holt sie ihre Tochter wieder ab für einen weiteren Termin im Ausbildungskarussell. Au revoir, madame. Au revoir. À demain. Ich sitze eigentlich den ganzen Tag im Auto. Es ist mein zweites Schlafzimmer. Mein Kofferraum hat extra Säfte, extra Klamotten. Es ist nicht ganz so viel wie vergangenes Jahr. Wir haben ein paar Sachen gestrichen. Im Moment geht sie einmal pro Woche zur Gymnastik, private Klavierstunden und Ballett. Die Anna Wyman-Tanzschule ist eine der renommiertesten Ballettschulen des Landes. Für Sanaz Esfahani ist das wichtig. Es ist dein Kind, da willst du nur das Beste, oder? Sanaz gibt aber zu, dass der Wettstreit unter den Eltern groß ist.
Die erste Frage dreht sich immer um die Freizeitaktivitäten der Kinder. In welchen Unterricht gehen sie noch? Als frischgebackene Mama von Layli war ich ein bisschen am Durchdrehen. Ich kam heim und dachte, okay, es gibt das Gemeindezentrum, diese Musikschule und jene Musikschule, das Gymnastikzentrum. Das war schon verrückt. Um ehrlich zu sein, da hat sich wenig geändert. Ich denke jetzt schon an das nächste Halbjahr. Sollen wir mit denselben Aktivitäten weitermachen? Die Kinder übernehmen den Ehrgeiz der Eltern. Sie sagt, oh, meine Freunde vom letzten Semester sind jetzt auch im Musikkurs. Das kommt von uns. Wir haben das auf unser Kind projiziert, eine Art Minikopie von einem selbst. Wir werden zu Opfern des Gesellschaftsdrucks. Auch wenn wir spüren, dass es besser wäre, sich zu entspannen, weniger Druck auf unsere Kinder auszuüben, haben wir Angst davor, es zuzulassen. Wir schämen uns, weil wir Angst haben vor der zuckenden Augenbraue dieser Alpha-Mutter auf dem Spielplatz, dass uns jeder komisch ansieht, wenn wir aus diesem verrückten Zug aussteigen. Das hält uns bei der Stange. Die Angst der Eltern ist groß, weil sie fürchten, dass ihr Kind zurückbleibt, dass es keinen Job bekommt, dass es seinen Platz in der Welt nicht findet. All diese Dinge, um die sich Eltern Sorgen machen. Und da ist eine Milliarden-Euro-Industrie, die diese Ängste schürt. Immer mehr Kinder bekommen Nachhilfeunterricht. In Deutschland sollen es laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung mehr als 1,1 Millionen Schüler sein. 940 Millionen Euro zahlen die Eltern hierzulande jedes Jahr dafür. In Kanada ist das nicht anders. Roxanne Chemich und ihr Mann Andrew bezahlen viel Geld für den Nachhilfeunterricht ihrer Kinder. Den 5-jährigen Zachary und seinen 3-jährigen Bruder Azarius. Zweimal pro Woche sind die Kinder bei Oxford Learning in Toronto. Azarius ist im Leseprogramm für 3- bis 6-Jährige. Zachary bekommt sogar Einzelunterricht. Er soll sein Englisch verbessern, denn seine erste Sprache zu Hause war lange Ukrainisch. Seine Eltern wollen, dass er auf einer Privatschule angenommen wird. Um einen der begehrten Plätze müssen sie kämpfen. Der Wettkampfcharakter, der war ja schon immer da, schon als wir in der Schule waren. Zu meiner Zeit ging es aber in erster Linie ums College und die Universität. Jetzt ist das auch bei den Jüngeren in den Schulen schon so. Der Wettkampfcharakter führt dazu, dass der Erfolg des Kindes der Erfolg der Eltern ist. Lehrer spüren diesen Druck. Daryl Wakeham arbeitet seit über 30 Jahren als Lehrer in Vancouver. Er hat schon oft verzweifelte Eltern erlebt. Sie haben einen Sohn, der 98% Leistung erbringt und wollen wissen, was mit den letzten 2% ist. Alle 2-3 Tage rufen sie den Lehrer an, was kann das Kind tun, um seine Leistung zu verbessern. Vor einigen Jahren hat einer von Wakehams Schülern diese Box gebastelt, in der er ausdrückt, wie er den Druck empfindet, immer der Beste sein zu müssen. Sie sorgen dafür, dass ihre Kinder fortwährend in einem Angstzustand leben. Das Kind wird lügen, Geschichten erzählen, betrügen, nur weil es Misserfolge nicht akzeptieren kann. Auch Josef Kraus, der Schulleiter aus der Nähe von Landshut, muss sich immer häufiger mit Eltern als mit Schülern über Noten auseinandersetzen. Er kennt solche Geschichten. Dass die Eltern dann, wenn in der zweiten Stunde eine mündliche Prüfung stattgefunden hat, das Kind die Note bekommen hat, meinetwegen eine 4 oder auch eine 5, dann 90 Minuten später schon Papa oder Mama beim Schulleiter auf der Matte stehen und sagen, das kann überhaupt nicht sein. Wir haben doch, wir, Mehrzahl von ich, wir haben doch zusammen so toll gelernt. Das kann nicht sein, dass wir jetzt eine 5 bekommen, was im Übrigen natürlich psychologisch interpretiert zeigt, dass sich hier Mama und Papa mit der Leistung des Kindes mehr als identifizieren und fast eine Art Symbiose hergestellt haben. Josef Kraus plädiert dafür, wieder mehr die Leistung in den Vordergrund zu stellen und nicht die Förderung. Erstens, weil Kinder einen angeborenen Leistungstrieb haben. Sie sind neugierig, sie wollen etwas erfahren, sie wollen sich auch messen mit Gleichaltrigen. Und zweitens, weil das Leistungsprinzip natürlich ein ganz originäres gesellschaftliches Architekturprinzip ist.
unseres Systems, unseres Marktsystems, unseres Wirtschaftssystems natürlich mit der entsprechenden sozialen Unterlegung ist. Students, applicants, parents, welcome to Simon Fraser University Information Evening. Diese Einführungsveranstaltung soll eigentlich Studenten zeigen, was die Universität zu bieten hat, bevor sie sich hier einschreiben. Etwa 3000 Menschen sind gekommen, aber rund die Hälfte sind Eltern. Helikoptereltern verändern die Art, wie Universitäten arbeiten. Die Eltern stellen die Fragen. Sie sind es, die wissen wollen, was man hier geboten bekommt oder auch wie man sich einschreibt. Als ich noch zur Schule gegangen bin, hatten wir kein Interesse daran, die Eltern mit einzubeziehen. Meine Noten waren mein Ding. Ich bezahlte meine Schule selbst. Ich machte das alleine. Lasst mich in Ruhe. Wohingegen wir heute erleben, dass Kinder ihre Eltern mit einbeziehen wollen. Universitäten und Colleges in der westlichen Welt kommen langsam zu dem Schluss, dass es nur einen Weg gibt, neue Studenten zu bekommen, über die Eltern. Das heißt, Homepages für Eltern müssen eingerichtet, Newsletter geschrieben und Mitarbeiter freigestellt werden, die sich um die Fragen der Eltern kümmern. Ich bin immer noch verblüfft, wie viele Studenten ihren Eltern die Login-Daten geben, damit sie sich die Noten anschauen können, ihre Leistungen, ihre Finanzen, sogar ihre E-Mails können sie lesen. Eigentlich hat das Erwachsenwerden auch etwas mit Rebellion zu tun. Und es erstaunt mich, dass sich diese Kinder nicht irgendwann wehren. Ich glaube, die sind einfach so lange überbehütet worden, dass sie diese Helikoptereltern einfach verinnerlicht haben. So fühlen sie sich heimisch. Orientierungswochen an der Seton Hall University in New Jersey. In wenigen Monaten werden diese Erstsemesterstudenten das erste Mal ihr Elternhaus für längere Zeit verlassen. Sie können schon mal in ihr neues Leben schnuppern, während ihre Eltern eine Art Beruhigungsstunde bekommen. Ihre Kinder sind hier sicher. Entspannen sie sich. This generation is known for having parents that tend to hover. Infoveranstaltungen für Eltern kamen so vor etwa 20 Jahren auf. Und damals saßen die Eltern einfach nur da und waren froh über jede Information und ließen es damit auch auf sich beruhen. Jetzt kommen sie mit Erwartungen, mit Forderungen. Sie rufen an, wenn es Stress mit dem Zimmernachbarn gibt oder wenn das Kind Probleme in Chemie hat. What we're starting to see is the Black Hawk parent. Was wir immer häufiger erleben, sind die Kampfhubschraubereltern, Helikoptereltern auf Drogen. Die rufen nicht mich an, sondern gleich im Büro des Dekans. Sie sagen, dass da jetzt sofort was mit dem Chemieprofessor passieren muss. Und wenn nicht, dann drohen sie mit dem Rechtsanwalt. Eines der wichtigsten Dinge in einem Infoprogramm für Eltern ist, ihnen beizubringen, loszulassen. Das mussten sie noch nie. Also bringen wir den Eltern wie auch den Studenten bei, wie sie mit dem nächsten Schritt in ihrem Leben umgehen müssen. Das Gelände der Universität von Victoria scheint vor nervöser Energie zu vibrieren. 900 Erstsemester beziehen ihre Zimmer. Ich dachte, ich rolle sie. Soll ich es richtig packen? David McLeod ist ein Erstsemester oder er steht kurz davor. Die Uni liegt etwa 3 Fahrstunden von zu Hause entfernt. Ich bin aufgeregt. Ich kann es nicht erwarten, endlich allein zu leben. Freiheit. Niemandem geht es was an, wo ich gerade bin. Spaß und so. Tut mir leid. Ist nicht gegen dich. No, that's okay. That's okay. I'm happy for him. Ich freue mich für ihn, nicht so für Keith und mich. Die Aufgabe beim Elternsein ist, Unabhängigkeit zu schaffen, nicht Abhängigkeit. Das ist die Aufgabe von Eltern. Du hast versagt, wenn sie ohne dich da draußen nicht zurechtkommen. Das wissen eigentlich alle Eltern, aber der Bauch sagt etwas anderes. Bleib bei ihnen, hilf ihnen. Ich werde sie vielleicht einmal pro Woche oder alle 2 Wochen anrufen oder so.
Ja, einmal pro Woche ist gut. Einmal pro Woche wäre schön. Bist du dir sicher? Wenn möglich, ja. Manchmal habe ich vielleicht viel zu tun. Als ich zur Uni bin, haben mich meine Eltern am Studentenwohnheim abgesetzt. Sie sind heimgefahren und das war's. Aber nach Jahren Kinderfahrdienst zur Schule, zum Sport, Musikunterricht oder Hausaufgabenbetreuung kann der Umzug ins Studentenwohnheim kaum ohne die Hilfe von Mama und Papa erfolgen. Ich glaube nicht, dass wir Helikoptereltern sind. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten. Aber man will wissen, wo sie sind und mit wem, wann sie nach Hause kommen. Du willst, dass sie sicher sind. Und jetzt, wo sie allein sind und man nichts mehr erfährt? Bye. Goodbye. Gonna miss you guys. Okay. Not allowed to cry. I won't. Good. Okay. Thank you. Ab jetzt ist David auf sich allein gestellt. Enjoy yourself. I will. Ist der Elternjob jetzt vorbei? Oh Gott, nein. Wir werden noch viel in Kontakt mit ihm bleiben. We'll still be in touch with them a lot. Wenn man all die Zeit, das Geld und die Energie bedenkt, die wir in unsere Kinder investieren, da würde man erwarten, dass da jetzt die glücklichsten, gesundesten Kinder herauskommen, die man je gesehen hat. Aber seien wir ehrlich, da draußen passiert etwas anderes. Die Psychologin Erica Horwitz arbeitet seit 15 Jahren mit Studenten. Früher suchten sie ihren Rat wegen Beziehungsproblemen. Jetzt sind es Angstzustände. Und wenn du ängstlich bist, dann kommen die Fragen, was ist, wenn dies passiert oder jenes? Was ist, wenn ich durchfalle, wenn ich keine Eins bekomme? Was, wenn ich den Abschluss nicht schaffe? Und wenn man diese Haltung erst einmal hat, kann das schnell eine Depression auslösen. Oft kommt beides zusammen. In wöchentlichen Meditationssitzungen hilft die Psychologin den Studenten zu entspannen. Das hier sind keine Verlierer. Im Gegenteil, sie sind Überflieger. Aber all die Aufmerksamkeit, die ihnen ihre Eltern früher zuteil werden ließen, hat einen unangenehmen Nebeneffekt erzeugt: Ängstlichkeit. Du willst sie auf jeden Fall stolz machen. Und wenn du keinen Erfolg hast oder wenn du nicht die Eins kriegst, dann hast du das Gefühl, als würdest du sie enttäuschen. Es ist wie ein Vakuum in uns. Die Angst zu versagen, die saugt andere Dinge auf und der Druck und der Stress, das ist da alles mit drin. Es ist wirklich schwer, dieses Vakuum abzustellen, dieses Saugen, weil man Dinge aus einer Angst heraus tut und nicht, weil man Spaß dran hat. Wir sind die Augäpfel unserer Eltern und sie würden alles für uns tun. Wir waren beschützt und umsorgt und uns wurde gesagt, dass wir alles werden könnten. Und in die Schule zu gehen und diese Ziele zu erreichen, das ist unglaublich stressig. Ein Lob ist die neue Art zu kritisieren. Hinter jedem Lob steckt die Erwartung, dass man das wiederholen kann. Sie haben Angst zu scheitern. Aber Scheitern ist ein wichtiger Teil des Lebens. Man muss Risiken eingehen, man macht Fehler. Man steht wieder auf und geht weiter. Aber ein Kind, dem immer gesagt wurde, dass es so besonders ist, dass es keine Risiken eingehen darf, wird diesen Weg nie gehen. Zurzeit treten die ersten Kinder des Helikopterjahrgangs ins Arbeitsleben ein. Demografisch gesehen sind sie die stärkste Gruppe seit den Babyboomern. Für ihre Eltern ist es hart, sie loszulassen. Die Einmischung der Eltern ins Arbeitsleben ist völlig neu und schockiert viele Arbeitgeber. Ron Alsop, ein ehemaliger Redakteur des Wall Street Journal, hat ein Buch über das Phänomen geschrieben. Es gibt diese neue Sorte Eltern, die den Arbeitsplatz aufsuchen, um Informationen über den Job ihrer Kinder zu erhalten oder sogar um beim Vorstellungsgespräch dabei zu sein.
Richard Brown beobachtet schon seit längerem, dass Eltern sich in die Arbeitsbereiche ihrer Kinder einmischen. Am häufigsten beobachten wir Eltern, die den Kindern dabei helfen, ihren Arbeitsplatz einzurichten. Mama und Papa bringen Pflanzen und Bücher und helfen ihren Kindern, alles zu regeln. Dabei können sie auch mal ungemütlich werden. Wenn das Kind ein Problem mit einem Vorgesetzten hat, kann es sein, dass sie anrufen oder sogar vorbeikommen und mit dem Vorgesetzten sprechen. Und manchmal, das hat es auch schon gegeben, haben Eltern versucht, über das Gehalt ihrer Kinder zu verhandeln. Auch als Generation Y bezeichnet, sind die Helikopterkinder die am höchsten ausgezeichnete, meist behütete und durchorganisierteste Generation, die es je gegeben hat. Daraus entspringt eine neue Art von Mitarbeitern. Der größte Kritikpunkt an dieser Generation ist diese gewisse Arroganz, dieser Anspruch. Das erzählen so viele Arbeitgeber. Sie wissen nicht, dass sie jeden Tag pünktlich sein müssen, dass sie nicht iPod hören sollen während ihrer Arbeitszeit, in Meetings keine SMS schicken. Auf ältere Menschen wirken sie sehr fordernd, verwöhnt und einfach nur weltfremd. Wenn die Generation Y sich einen Arbeitsplatz erschaffen könnte, läge er vermutlich hier. Electronic Arts in Burnaby gehört zu den führenden Herstellern von Computerspielen. Dadurch, dass unser Arbeitsumfeld so jung ist, können wir viele der alten Regeln über Bord werfen. Die Generation Y will Spaß bei der Arbeit haben. Langeweile ist nichts für sie. Das beginnt schon bei der Kleidung. Casual, also Hauptsache locker, ist angesagt. Doch trotz aller Freiheiten ist diese Generation Weichei immer noch eine Herausforderung für viele Manager. Diese Generation erwartet den schnellen Aufstieg. Viel schneller als andere Generationen. Der Spruch, Lehrgeld bezahlen, gehört nicht wirklich zum aktiven Wortschatz der Generation Y. Die Spieleindustrie arbeitet fast ausschließlich mit jungen Talenten. Sie tut also gut daran, die Generation Y zu umwerben. Schwieriger wird es in anderen Branchen. Nicht jeder ist bereit, für diese Generation alle Regeln umzuwerfen. Die 28-jährige Adrienne Cousins stand in ihrem Leben immer im Mittelpunkt. Ein Superstar. Als Kind, beim Tanzen, Klavierspielen oder Reiten, in der Schule als Klassensprecherin. Sie legte einen Top-Abschluss. Nach der Universität bekam sie schnell einen Job als Beraterin im Gesundheitssystem. Eigentlich ein guter Job, aber nicht für sie. Wenn ich an meine Bewertungen zurückdenke, was ich am häufigsten gehört habe, war, du bist wirklich schlau, aber ich war oft zu spät oder fing morgens immer später an. Ich war nie vor 8 da, meist 9 oder 9.30 Uhr. Manchmal 5 Minuten zu spät im Meeting, sowas halt. Das andere war das Feedback an meine Chefs oder andere Abteilungen. Adrians Feedback an ihre Chefs war eindeutig. Es gibt nur einen Unterschied zwischen uns, das Alter. Es war lustig, weil meistens schluckten sie es und sagten dann sowas wie, ach du Kleine, weißt du, ich habe 20 Jahre Erfahrung. Wir sind uns wirklich nicht ähnlich. In den vergangenen 6 Jahren hat Adrian 4-mal den Job gewechselt und unabhängig von unterschiedlichen Bewertungen eine Menge Geld verdient. Sie hat aber auch Schulden angehäuft durch Reisen und den Kauf einer Wohnung. Aber das reicht der Generation Y nicht. Mit 27 kündigt Adrian ihren 90.000-Dollar-Job, leiht sich Geld bei der Bank und gründet eine eigene Firma. Ich hatte so viel Selbstbewusstsein, dieses Ich-kann-alles-Gefühl. Ihre Firma Affinities bietet Kurse in Lebensführung, Massagen und Tanzstunden an. Ich wusste, dass es hart wird, aber ich habe mir gesagt, ich mach's einfach. Ich habe mich da einfach reingestürzt, meinen Job gekündigt. Vielleicht ein bisschen voreilig. Definitiv zu voreilig. Doch es läuft schlecht. Sie kann die Miete nicht mehr zahlen und muss ihren Laden schließen. Ihre Einstellung reicht nicht, um ihrem Geschäft den Erfolg zu bringen. Ich habe irgendwann realisiert, eigentlich erst vor ein paar Monaten, dass es so nicht weitergeht. Und ich bin über den Punkt hinaus, durchzuhalten.
Mit $87,000 Schulden ist die Insolvenz der einzige Ausweg. Sind da noch Kreditkarten, die Sie mir geben können? Jetzt sofort? Ja. Ich habe Ihnen gerade meine Einkommensteuererklärung geschickt, nach der Sie gar nicht gefragt hatten. Es ist Ihre Pflicht, Ihrem Insolvenzverwalter alle Kreditkarten zu überlassen. Ich glaube, ich habe Geld nicht so geachtet, wie ich es hätte tun sollen oder wie ich es jetzt gerne tun würde. Ich stelle Ihnen eine Empfangsbestätigung aus. Ich habe kein Geld mehr. Ich hatte nie vor, meine Eltern um finanzielle Unterstützung zu bitten, aber in den letzten Monaten ging es nicht mehr anders. Einfach, weil sie Angst haben, dass ich mich nicht mehr selbst versorgen kann. Ihre Eltern hätten gerne, dass sie wieder nach Hause zieht, aber das will sie nicht. Sie hat ihre Wohnung verkauft und will bei Freunden schlafen. Auch der Rest läuft in Generation Y-Stil. Ich habe zum Beispiel noch mein iPhone. Das ist eine hohe Rechnung. Ich werde nicht an Wein oder Kaffee oder Pediküre sparen. Ich werde mich einfach ein bisschen einschränken. Aber manches mache ich eben auch gerne für mich selbst. Adrian glaubt nicht, dass sie versagt hat. Sie ist überzeugt, dass es nicht an ihr liegt oder an ihrer Generation. Ich glaube sehr, dass meine Generation das Potenzial hat, viele Probleme auf dieser Welt zu lösen. Und ja, die Generation Y ist eine Generation von Machern. Wir ändern Dinge, statt nur darüber zu reden. Die Frage ist nur, wann? Solange die Helikoptereltern über ihnen kreisen, wird es schwierig für die Kinder. Und manch einer vermutet, dass es in Zukunft noch mehr dieser Kinder geben wird. Wenn ich mir anschaue, dass der Trend zur Einkindfamilie, wenn ich mir anschaue, dass der Trend bei der Geburt des ersten oder einzigen Kindes als Eltern immer älter zu werden, Elternschaft sich immer nach hinten verlagert, wage ich die skeptische Prognose, dass das Phänomen der Helikoptereltern noch zunehmen wird. Die erste Generation der Kinder von Helikoptereltern wird bald selbst Kinder haben. Die Frage ist, werden sie auch über ihnen kreisen? Überall stellen Leute immer wieder dieselben Fragen. Haben wir uns das für unsere Kinder so vorgestellt? Oder für uns? Die Antwort lautet immer häufiger, nein. Die Leute realisieren, dass wir zu weit gegangen sind, den falschen Weg eingeschlagen haben und beginnen, etwas dagegen zu tun. Sie rudern zurück, suchen nach neuen Wegen, ihren Kindern wieder eine richtige Kindheit zu verschaffen. A real childhood. Touchdown!